ist Donnerstag, zwei Tage vorm ersten Weltcuprennen in Sölden. Es geht gleich los mit der Einkleidung. Wir kriegen die neuen Klamotten, dass wir auch schön ausgerüstet sind. Und dann wartet ein Medienmarathon auf mich. Es geht von einer Pressekonferenz zur nächsten und ich nehme euch mit. Die Head-Pressekonferenz hier in Sölden ist vorbei. Wie immer bin ich eine der Letzten oder sogar die Letzte, glaube ich. Und jetzt geht's gleich direkt weiter bei Milka. Der Medienmarathon ist überstanden. Auch die Milka-Pressekonferenz ist vorbei. Es ist jetzt 8:30 und es war echt ein anstrengender Nachmittag. Deswegen werde ich jetzt schauen, dass ich schnell ins Bett komme und für morgen ausgeschlafen bin. Es ist Freitag, der Tag vorm Rennen, Tag 2 für mich hier in Sölden. Jetzt geht's zur nächsten Pressekonferenz, der Gesamtweltcupsieger vom letzten Jahr bei der FIS. Es steht noch ein Highlight auf dem Programm, nämlich die Startnummernauslosung. Es ist schon wahnsinnig was los hier auf dem Platz. Und ja, ich werde jetzt mal schauen, welche Nummer ich für morgen kriege. Ich habe von den Möglichkeiten 8 bis 15 die Nummer 9 gezogen, was eigentlich schon ein Losglück ist. Und jetzt kann es losgehen. Ich werde alles geben und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Der erste Durchgang lief nicht ganz so optimal. Ich bin nicht so gut zum Fahren gekommen. Ich bin ein paar Mal ein bisschen ausgerutscht, lag dann nur auf dem 12. Platz. Die Stimmung war toll, es waren viele Fans da, auch von meinem eigenen Fanclub. Meine Eltern waren mit von der Partie, also es war schon trotz schlechter Leistung ein tolles Erlebnis. Für den zweiten Durchgang hatte ich mir vorgenommen, nochmal alles zu geben und vielleicht mich noch ein paar Plätze zu verbessern. Das ist mir leider nicht gelungen. Ich habe zwei schwere Fehler gehabt, die mich viel, viel Zeit gekostet haben. Aber immerhin war ich im Schlussstück nur ein Zehntel langsamer wie die Lindsay Vonn, die da unten absolute Bestzeit gefahren hat. Und das gibt doch ein bisschen Mut für die nächsten Rennen. Tja, Sölden ist vorbei und damit ist die erste Hürde, das erste Weltcuprennen auf jeden Fall mal geschafft. Für mich lief es nicht ganz so optimal, leider, aber es war, wie gesagt, erst das erste Rennen und es gibt noch viele, viele Chancen in der Saison. Trotzdem an alle, danke, die mir die Daumen gedrückt haben und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.